Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Landwirtschaftssimulator 22. Mein Name ist Stefan und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier auf der Neuferntal und zwar zu meinem Let's Play zur nächsten Folge und natürlich mit ganz neuem Autodrive-Version, die 20, also 2.0.1.6 und Cosplay 7.4.1.0 war es, wenn ich es richtig weiß, von der Versionsnummer. Auf jeden Fall die aktuellste aus dem GitHub. Ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, haben die Anhänger hier voll gemacht. So, mal gucken, wie voll ist er denn? Leer, genau. Und zwar, wir haben hier die letzte Tour gemacht, um den Universalbrecher zu aktivieren. Da ist er auch schon hier. Die Kalkproduktion ist am Laufen. Genau. Das heißt, ein bisschen, was haben wir da? Ein bisschen Kalk, bisschen Eisen, ein bisschen Schotter, ein bisschen Golderz und ein bisschen Kupfererz. Als nächstes müssen wir gucken, wie kommen wir an Sand ran, um dann die Produktionen aus dem Universalbrecher voll nutzen zu können. Bevor wir aber überhaupt damit beginnen, guckt mal rechts oben, minus 16. Eieiei, das ist kein gutes Zeichen. Ich habe ein Minus von 16 auf dem Konto. Was kann man denn da machen? Jetzt zappen wir schon mal durch die Fahrzeuge durch. Genau. So, der parkt hier. Aber der ist, glaube ich, auch ja hier abgestellt. Der Drescher ist auch hier abgestellt. Lizard auch hier abgestellt. Auch abgestellt. Feuerwehr auch abgestellt. Auch abgestellt. Und hier sind wir letztes Mal auch stehen geblieben. Aktiv. So. Wie kommen wir denn am schnellsten an Geld? Wir haben November. Müssen wir schauen. Mit was kann man denn schnell Geld machen? Was wir jetzt noch schnell in Geld ummünzen können, und zwar wir haben ja Honig, zwar nicht viel, Eier haben wir auch, aber für die Eier ist es, oh, jetzt im November am besten, also Eier loswerden und der Honig, okay, den lässt die, also das heißt, jetzt gucken wir mal, welches Fahrzeug ist denn am Hof, und dann nehmen wir doch am besten, gehen wir da mal gleich hin. Okay, da hat es unvollständige Straßen. So, gleich mal gucken. Steigen wir da mal ein. Muss ja, nee, komm. Lassen wir das alles. Und zwar, wo haben wir denn hier? Also, Fahrzeug einsteigen. Und den brauchen wir jetzt auch mal nicht hier. No. Und dann fahren wir erstmal zu den Eiern und laden ein paar Eier auf, damit wir wenigstens das Minus losbekommen. Viel ist es nicht. Aber ich hoffe, das reicht für die Eier. Also für das Minus. Mal gucken. Nur eine Palette. Okay. Und ist verankert. Okay. Jetzt habe ich noch gar nicht geguckt, ob das da. Wo gibt es denn die Eier am mit dem besten Preis? Und zwar, da gibt es die beim Bauernmarkt. War ja klar. Also dann fahren wir schon mal zum Bauernmarkt und gucken, ob wir da die gut loswerden können. Da ist frei, da ist auch frei. So, los geht's. Ja, da kommt Gegenverkehr. So, speichern. So, und jetzt runter.
Arg viel schneller will ich hier gar nicht mehr fahren. Da ist der Bauernmarkt. So, weil ich ja gar nicht mal weiß, welches jetzt genau war. Machen wir hier mal schön Markierung setzen. Genau, das war das hier. Wo es dann auch die Silage gibt, ne? Ich frage mich nur, warum die immer noch nicht rübergehen zum Verkauf, ne? So, bisschen was haben wir genau. Wir sind nicht im Minus. Und da haben wir ja wieder das gleiche Problem mit der Silage. Ob die denn hier nicht zum Verkaufen geht, ne? Nein. Muss gucken, kann ich die woanders vielleicht noch loswerden? Die Grassilage, weil es bringt mir ja auch nochmal Geld. Schauen wir mal. Ja. Lesen. Habe ich irgendwie überlesen? Da hier Grassilage. Gehen wir mal zu Biogasanlage. So, jetzt war die Frage. Da ist die Biogasanlage, genau. Eins passt drauf. Damit fahren wir hin und wechseln kurz, aber zu dem hier, und zwar der soll doch mal muss doch mal anfangen hier aufzuräumen, ne? Nicht Bauernmarkt, sondern neu für den Bauernmarkt, genau da. Passt. Und der hier soll wirklich gar nichts. Das machen wir selber. Kann ich nämlich gleich auch. Hoppala, halt. So, Spanngurt festmachen, ne? Sonst wird's kritisch. Sachen. So. Hier schön langsam. Ah ja, hat doch super geklappt. Hoppala, Unfall. Jetzt Vollspeed hier. So, Biogasanlage. Da vorne ist es. Ich sehe schon grün leuchten. So, da ist die Biogasanlage. Jetzt müssen wir bloß schön gucken. Hier.
Geht bloß da oben rein wahrscheinlich, gell? Gucke. Okay, so natürlich nicht. So, jetzt ist verkauft, oder? Gehen wir mal in die Oberansicht. Ja, ist weg. Schön. Gut. So, dann machen wir das mit dem hier. Die Einfahrt. Ja, ich habe hier den Zaun. Mal gucken. Der müsste eigentlich auch noch zum Löschen gehen. Bauen. Abreißen, weil der ist klar. Ist natürlich hier im Weg. Und ich meine, im neuen Update ist es eh korrigiert. Damit passt es. Jetzt haben wir hier natürlich Einfahrt. Eigentlich mit der Waage, gell? Die Waage ist, weil die muss ich weiter vorne platzieren, die Waage ist okay. Die Einfahrt, aber das machen wir dann bei dem Update dann. So, dann fahren wir hier ab, halt, falsche Richtung. So, dann machen wir hier nämlich eine schöne Kurve. Und hier auch eine schöne Kurve. So. Und dann fahren wir hier ran. Da ist, ob Gülle und Gerdes aus der oder was hier loswerden kann, aber hier. Machen wir dann hier den Stopp. Ist ein bisschen. Also B, E, A. Abladen. Und dann hier über die Waage, die wie gesagt auf der Map dann nochmal neu korrigiert werden muss vom Platzieren her im nächsten Update, bevor hier diese 3.1 online geht. Und dann hier noch die Kurve. Perfekt. Und dann kann der eigentlich zum Hof Unterstand, haben wir den? Wo habe ich den genannt? Hier Hof Unterstand 1, genau. So, dann zapp ich da mal durch. So, hat er es geschafft. Ja, der hat es geschafft. Hab gerade schon gedacht, ich bin beim Händler, aber nein, das hat gepasst. Okay, aber wieso nimmt er die nicht auf? Wartet mal. So. Autoload einschalten. Schauen. Warum man die nicht aufnimmt? Nee, kein Notfall jetzt. Irgendwas mit den. Ach, das sind andere Größen, deswegen. Ah ja, jetzt okay, okay. Dann ist klar, die sind, haben andere Größe. Dahingehend passt es. Und zwar, dann machen wir hier. Genau.
Und jetzt schickt man dich doch mal an die BGA abladen. Und zwar zum Abladen. Und Einstellung. Automatische Abladeseite, genau. Autoload. Ablade direkt. Anwenden und los geht's. Dürfte eigentlich der Weg finden. Ja. Okay, der Weg ist wohl kürzer. Dann macht es. Ich begebe mich in die Weinberge und mache den Weinberg weiter. Aber das in der nächsten Folge. Das soll es gewesen sein. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan. Ciao, ciao.